sind heiß. Der Blick auf die große Wetterlagenkarte zeigt uns schon, die heißen Luftmassen liegen bereit hier über Südwesteuropa und das Hoch Norman, das bringt uns dann ab morgen sehr viel Sonnenschein. Es wird also richtig drückend heiß. Drückend heiß. In der kommenden Nacht, da kühlt die Luft auf 17 bis 11 Grad ab, die Wolken lockern meist auf und es ist dann meist auch trocken. Der Blick auf den Dienstag, große Hitze schon hier am Oberrhein, bis zu 34 Grad, ansonsten Temperaturen so um 27 bis 28 Grad, das Ganze bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Der Hitzepeak, besser gesagt, Mittwoch, Donnerstag, bis zu 20 Grad und auch im Norden in 1500 Metern Höhe. Es wird also richtig drückend heiß. Drückend heiß. Sind wahrscheinlich nur Ausreißer. Also die Hitze kommt, die Hitze bleibt und die Trockenheit wird sich noch mal deutlich verstärken. Schönen Tag.